vorzutragen, die also mit der Gesetzes- und Verfassungslage nichts zu tun haben, da jetzt von Sühne als prioritärem Strafzweck zu reden, das ist schon abenteuerlich. Es geht, und man reicht ein Blick ins Gesetz, um den Schutz der Allgemeinheit zum einen und vor allem auch um Resozialisierungsziele. Und das ist ja gesagt worden, dass wir an dieser Stelle uns auch gerade um den Wert des Telefonierens mit Blick auf die Zeit nach der Entlassung auch konzentrieren. Was der Kollege Faltermeier gesagt hat, war auch, wie ich fand, nicht so sonderlich überzeugend. Zum einen nur Ängste und Bedenken vorzutragen und zum anderen zu sagen, wir sind zwar zuständig, wollen es aber nicht regeln, das soll der Bund machen, ist doch keine Haltung an dieser Stelle, lieber Kollege Faltermeier. Das wird im Ausschuss noch einmal zu vertiefen sein und weiter zu klären. Wir sind zuständig, wir wollen das regeln und wir können das auch vernünftig regeln. Dass dazu auch jetzt nun die Auswertung aus den einzelnen JVAs natürlich mit eingehen soll und muss, die Beobachtungen, die da jetzt auch während der Corona-Pandemie gemacht sind, das ist klar. Aber ich vermute und nehme an, dass diese Berichte der JVAs im Ministerium mittlerweile auch vorliegen und gesichtet werden können. Also insofern muss das ja hier und heute nicht abgeschlossen werden. Es ist jetzt eine erste Lesung. Aber wir würden schon bitten, sehr geehrter Herr Minister, und das zu den Beratungen im Ausschuss auch schon mal gefragt werden kann, was ist denn jetzt aus den JVAs sozusagen an Erfahrungen der letzten Monate da eingegangen, weil natürlich auch diese Aspekte eine Bewertung noch im verbesserten Umfang erlauben. So bilaterale Gespräche in der einen oder anderen Anstalt ermöglichen auch einen gewissen Eindruck, aber den umfassenden und zusammenfassenden Überblick sollten Sie haben und das bitte doch dann bis zu den Beratungen im Ausschuss auch ermöglichen, dass wir da auch davon erfahren, was die Anstaltsleitungen berichtet haben. Und zum Stichwort Kosten, auch die sind angesprochen worden. Ja, natürlich muss auch dazu eine Regelung getroffen werden. Die kann man ja auch in Anlehnung an das, was wir da schon haben, nämlich dass die Gefangenen in der Regel die Kosten tragen, es sei denn, es gibt Sonder- und Härtekonstellationen. Aber was wir nicht uns vorstellen für die Praxis, das können wir im Ausschuss sicherlich auch vertiefen, ist, dass man das Budget, was ein einzelner Gefangener sozusagen telefonieren darf, zur Begrenzung macht. Sondern es sollte schon auch wieder bei den Besuchszeiten über ein Zeitbudget geredet werden, weil natürlich die Kosten höchst unterschiedlich sein können, je nachdem, welche technischen und auch sonstigen Lösungen da jeweils zugrunde gelegt werden. Und Stichwort noch Leitung in die Anstaltszelle. Ob das die Lösung werden wird, werden wir sehen müssen. Denn da ist ja dann vielfach hohe Baumaßnahmen erforderlich, wenn das so dezentral in jeder einzelnen Zelle gemacht werden soll. Wir würden uns schon wünschen, da zügigere, schnellere, vielleicht auch an einem konzentrierten Ort, ich habe es gesagt, Möglichkeit schaffen, um da schnell auch den Gefangenen die Möglichkeit zu eröffnen, nicht nur in dringenden Ausnahmefällen zu telefonieren und damit ihre Kontakte zu pflegen. Alles Weitere im Ausschuss. Herzlichen Dank. Und abschließend erteile ich das Wort dem Staatsminister Georg Eisenreich.